ich hoffe ja, zumindest beim Zuschauen dann. Ihr wisst ja, ich bin ja FPV, also allgemein DJI-Fan und ich fliege alle möglichen DJI-Drohnen und habe ja auch mit der DJI FPV angefangen, dieses First-Person-View-Fluggefühl, also mit der Brille, jetzt einmal zu erleben. Ich weiß, viele bashen da gern drauf rum, weil die fliegt sie so sie hält ja nichts aus, wie auch immer, das sind die ganzen FPV-Pros, aber gerade zum Anfangen ist die so genial, weil sie hat diese diversen Sicherheitsfeatures von DJI, sie schwebt von selber, wenn du die Verbindung verlierst, kommt sie heim. Sie hat einen Panik-Button, wo sie sich selbst stabilisiert und deshalb empfehle ich das zum Starten wirklich jedem. Wie habe ich angefangen? Mit dieser in den Assistenzmodus geflogen, dann bin ich übergegangen in den Lift-Off-Simulator, da kann man dann den Controller am PC anstecken, dort weiter geübt, dann voll manueller Flug, gibt es ja ein Video, mein erster voll manueller Flug, könnt ihr euch gerne anschauen und heute ist soweit, ich gehe jetzt zum richtigen FPV-Fliegen, wie viel sagen wird. Was heißt richtig? Ich habe meinen ersten richtigen FPV gehabt, die IMAX Babyhawk 2 HD heißt die, ist echt süß. Ich sage 3,5 Zoll, also mit den Rotoren dann 3,5 Zoll gehabt. Warum? Mal so einen kleinen. Erstens glaube ich, ist er zum Starten ganz gut. Zweitens schaffe ich mit dem die unter 250 Gramm, was halt natürlich auch so gewisse Regelungsvorteile hat. Aber ihr seid halt live dabei. Ich aktiviere das jetzt alles und jung vom Flug. Hoffentlich geht's gut. Schauen wir uns an. Ups, schon runtergefallen. Aber er soll ein bisschen mehr aushalten, wie die FPV heißt. Ja. War der erste Test. Jung am Flug, jetzt seid ihr mit dabei. Nachher quatschen wir nochmal. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin aufgeregt. Ja, ja. Lipo-Batterien. Das ist nicht so einfach. Gibt keinen Einschalter. Anstecken, dann piepst, dann wird's heiß. Wenn du den leer fliegst, dann geht er kaputt. Das ist, DJI macht das schon alles ein bisschen einfacher. Wir haben mal Kaffeepause. Und erstes Problem, auf das haben wir schon gestolpert. Ich bin noch nicht geflogen, weil, damit habe ich gerechnet, ich muss da noch im Betaflight die ganzen Driver etc. installieren. Ich habe einen Laptop mit, das war geplant, aber ich habe nicht gesehen, dass dieser Flight Controller einen Micro-USB-Anschluss hat. Die KTX Vista Air Unit, nämlich einen USB Typ C, also den modernen Anschluss. Wir haben glaube ich 17 Typ C Kabel mit, K1 vom alten. Bin jetzt gerade ziemlich ange... aber egal, wir werden das noch auftreiben, ich reiche das auf jeden Fall nach. Also es gibt den Jungfernflug noch und wenn noch da, dann irgendwo in der Gegend, ich verspreche euch das. Aber weil es einfach so geil ist, ich fliege noch ein bisschen mit der klassischen DJI FPV Drohne und gibt eine kleine Showreel dann noch, weil, ja. Das böse Kabel, wir haben es gefunden, jetzt kann es dann losgehen. Die Drohne ist fertig eingerichtet, falls ihr jemals Hilfe braucht bei Betaflight. Betaflight ist das Programm, mit dem man diesen Flight Controller da drinnen programmiert. Ich verlinke unten den Kanal, Joshua Bardwell ist zwar auf Englisch, aber thanks man, der hat einem da wirklich, oder mir zumindest, sehr weitergeholfen und sicher schon 1000 anderen, also schaut es da mal vorbei. Was ich vergessen habe zu sagen, ich habe noch keine GoPro oder irgendeine andere Actioncam hier montiert, habe noch keinen Mount dafür. Das heißt, ich habe jetzt einmal nur ein Video von der Flugkamera, der KTX Vista. Ergo, ich kann in den Goggles mit, glaube ich, 720p aufnehmen. Ich zeige es natürlich trotzdem, aber erwartet jetzt rein von der Qualität noch nicht allzu viel. Das ist wirklich die Flugkamera, was ich halt beim Fliegen auch sehe. Kleinigkeit vielleicht noch, es wirkt vielleicht ein bisschen so, als möchte ich so diese Art von Drohne ein bisschen bashen und bin so der DJI FPV-Drohnen-Fan. Nein, absolut gar nicht. Diese Drohnen, ohne dass ich jetzt selber schon geflogen bin, sind genial. Erstens, du kannst halt einfach alles theoretisch selbst reparieren, viel einfach über DJI, beziehungsweise bei der Originaldrohne von DJI, das Flugsystem, Fernsteuerung, Goggles sind ja trotzdem DJI, aber die DJI-Drohne, wenn die kaputt ist, bleibt meistens nichts anderes übrig wie einschicken. Und ich glaube auch, aber das sehen wir dann gleich, dass das Flugverhalten ganz was anderes ist. Also bitte nicht falsch verstehen, ich mache mich da nicht lustig. Ich finde die Drohnen genial, nur die DJI-Drohne ist halt einfach zum Start super mit den ganzen Funktionen. Das ist alles, was ich damit sagen will. Jawohl, seid ihr bereit? Los geht's! She is armed and we're up. Es hat etwas zu schneien begonnen, das ist nicht ganz so schön. Aber jetzt wollen wir das jetzt einfach alles ausprobieren. Ich merke den Wind schon ein bisschen. Die Fernbedienung ist ganz was anderes, das muss man ehrlich sagen, die fühlt sich viel hochwertiger an. Muss ich natürlich auch noch etwas mich dran gewöhnen. Die Rates sind mir vielleicht noch etwas zu
zu wenig sensibel. Ja, wobei. Ist wahrscheinlich auch eine Controller-Gewöhnungssache jetzt ein bisschen. Immer bei Lipos rechts unten im Auge behalten, welche Spannung wir haben. Reden ist ein bisschen schwierig. Nicht gleich in den ersten Baum hängen. Es fliegt sich schon geil. So, Akku ist am Ende. Wir versuchen eine sanfte Landung. Der Schiss. Ich muss im Umkreis von einem Meter immer irgendwo ein Bieröffner liegen. Second try. Stand aber halt auch nichts, ja, auf mehr. Was für ein Blob. Ups, nein, das schmeißen wir nicht weg. So, kurzes Endfazit. Wir haben das Kabel noch aufgetrieben, wir haben es gefunden. Okay, jetzt schon mal ein bisschen, es war dann nicht da, es hat woanders geflogen. Aber grundsätzlich, ihr seht die Impressionen. Impression ist ein geschwollenes Wort, gell? Ja, extrem. Ihr seht die Eindrücke. Mir taugt FPV-Fliegen sowieso. Ich finde das einfach vom Feeling genial. Also ich empfehle es jedem ausprobieren. Für Anfänger DJI FPV-Drohne, mega genial. Du solltest es also ein bisschen weiter oben halten. So, ja, genau. Ihr kriegt jetzt noch ein bisschen Footage von der DJI FPV-Drohne. Weil geil. Da drüben sind Enten. Schönen Tag noch. Ah ja, subscribe. Ciao. Thank you.